Sitze ich auch neben mich. Das ist natürlich nicht so gut mit dem Kabel hier. Ist ein bisschen doof so von unten, oder? Hier kann man nicht mehr ins. Ich habe es, glaube ich, jetzt mal irgendwo draufgelegt. Einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns immer noch im Biergarten. Und ich war immer noch nicht beim Friseur. Aber das macht nichts. Ich werde gleich ganz andere Sorgen haben. Heute habe ich beschlossen, mich ein bisschen mehr unter Kontrolle zu haben, nicht ganz so jähzornig zu sein wie beim letzten Mal. Das letzte Mal war der 2. Juni. Ist kein Vollbild. Ist egal. Ist egal. Hier sind wir. Ja. Kurz hier Kabelsalat sortieren. So. Kann man alles schneiden, ne? Das ist so traurig. Ja, meine Katze hat eine Ecke aus meiner Bedienungsanleitung rausgebissen. Das werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Ist ja mega peinlich. Jetzt kommt die Katze auch noch vorbei. Geh. So. Am besten schneiden wir einfach, bis ich im Biergarten bin, weil das Prozedere da will sich keiner nochmal angucken. Den haben wir letztes Mal oft genug gesehen. Kiste und so weiter. Oh, geil. Heißt das, ich kann Leute im LKW einsperren? Ja? Kann ich? Geil. So. Das übliche Warten. Ja, wie ist es euch ergangen? Habt ihr inzwischen Angst vor mir? Wegen der letzten Folge, in der ich zugegebenermaßen ein wenig ungehalten war und ungeduldig und nervenschwach. Heute sieht das alles anders aus. Ich bin extrem tiefenentspannt. Warum sie jetzt den Kofferraum aufmacht, versteht auch keiner. So, willkommen zurück im Biergarten. Heute machen wir das alles perfekt. Moment, die haben sich doch gemerkt, was ich alles... Okay. Was ich alles schon geschafft hatte. Was wir heute vorhaben, ist, wir zerbrechen die Dartscheibe des alten Mannes. Wir holen unser Spielzeugboot und wir klauen ein... Ach krass! Das finde ich jetzt nicht so cool. Ganz unten beim Tischdecken... Sind einfach, hat das Spiel sich nicht gemerkt, welche Dinge ich schon geschafft hatte. Ihr seid meine Zeugen. Ich hatte schon Pfeffer und Gabel beisammen. Scheiße. Blut und Wasser habe ich geschwitzt und jetzt muss ich das nochmal machen. So, dann lasst uns mal aussteigen. So. Diesmal will ich vorsorgen. Ich habe keine Lust, wieder von dem... Mann am Eingang nicht reingelassen zu werden, wieder in die Kiste zu müssen und so weiter. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich eine Tomate klaue, das habe ich letztes Mal auch getan, aber dass ich sie so verstecke, dass er sie nie wiederfinden wird. Hier gab es auch Tomateneier. Ducken, wie geht ducken? So. Jetzt ist meine Hoffnung, wenn ich die hier ablege... Habe ich es abgelegt? Nee, natürlich nicht. So. Dass der gute Mann die jetzt für immer suchen wird und mich dementsprechend nicht mehr aus dem Biergarten rauswirft. Weil er andere Sorgen hat. So. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn er auch eine vermisst. Also vielleicht muss er sehen, dass du die wegträgst. Ich weiß nicht, ob er das letzte Mal gesehen hat. Ich habe wieder alles vergessen. Ich möchte da rein. Achso, ich warte, ob sie da reingeht. Tap, tap. So, wir müssen den Tisch nochmal komplett neu decken. Also ich wollte nicht mehr ganz so oft so sagen wie im letzten Mal. Es kommt wieder dieses Arschloch aus dem Schnitt und macht sich darüber lustig.
So. Okay. Macht der Gewohnheit. Ich glaube, alles, was wir sonst brauchen, steht auf der Terrasse. Natürlich. Ups. Ja. Dann gehen wir doch mal auf die Terrasse. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ich mich von Tisch zu Tisch hangel. Ich habe ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass ich nicht... Kann ich gar nicht selber aufmachen? Okay. Dass ich nicht gesehen werde von... Wie hieß sie noch? Das ist jetzt peinlich. Ich glaube, sie hieß Bertha. Nennen wir sie Bertha, die freundliche Dame hier oben auf der Terrasse. So. Ich fange, glaube ich, wo ist sie? Irgendwo konnte ich rauszoomen. Das war... Hier. So, ich warte jetzt, bis Bertha weggeht. Dann hole ich mir den Pfeffer als erstes. Oder das Glas soll ich auch nehmen, ne? Soll ich das Glas auch nehmen? Klau ein Glas und wirf es, ist eine andere Aufgabe. Ich mache erstmal hier, ne? Pfeffer. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ich gehe lieber wieder hier drunter. Haha! Oh nein, holt sie den Pfeffer jetzt? Ich hoffe nicht. Ja. Vielleicht gehe ich dann jetzt nicht zum Pfeffer, sonst entdeckt sie den direkt. Okay, aber jetzt. Hier ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, viele Zeitraffer einzubauen. Jetzt mal, wenn ich diesen weiten Weg zum Tisch mache. Schon erwähnt, dass ich sehr schlecht bin im Steuern von Spielen. Was ja nebensächlich ist bei Computerspielen. So, ich würde sagen, ich gehe wieder unter den Tisch. Wo ist sie denn? Wird mir nicht angezeigt. Ich profitiere schon sehr davon, dass sie zu faul ist, um sich vernünftig zu bücken. Ist ein bisschen wie in so Horrorfilmen oder in Filmen, wo Menschen sich verstecken vor Einbrechern oder wie auch immer, dass die Leute nie vernünftig in das Bett gucken, obwohl da immer jemand liegt. So ist Bertha auch. Wo ist sie? So. Ah, ich habe Angst. Ich will nur zur Gabel. Was macht sie? Was macht sie? Da stehen und böse gucken. Ach nee, sie putzt immer nur da. Vielleicht riecht sie mich. Das ist schon sehr cool. Aber schaffe ich jetzt echt mit der Gabel den Weg vom Tisch? Ich frage mal meinen Praktikanten. Schaffe ich den Weg vom Tisch bis zur Treppe mit der Gabel? Ich habe ein bisschen Angst. Ich nehme sie schon mal. Das ist ja schon mal ein erster wichtiger Schritt. Alles, was sie macht, ist da abwischen. Ich kenne jetzt schon Berthas Arbeitsroutine. Schnell, 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 schnell. Nein, nicht so einen großen Bogen. Ich kann leider nicht lenken. Das ist ein großes Problem von mir. Auch im echten Leben. So. Yeah, wir sind so gut. Also im Vergleich zum letzten Mal. Krass, die Gans hat eine krasse, wie nennt man das? Kurve, Bogen. Wendekreis. Einen sehr großen Wendekreis, wenn sie schnell läuft. Bisschen übertrieben großen Wendekreis. Ich glaube, so Gänse sind wendiger, als dieses Spiel denkt. So.
Jetzt brauchen wir noch eine Kerze und ein Messer. Das Messer liegt hinten in diesem Besteckwagen. Ich wollte es euch auf dem Bildschirm zeigen, es macht keinen Sinn. Und die Kerze ist ganz auf der anderen Seite. Ich versuch's erstmal mit dem Messer. So, wo ist Bertha, Erna, Elvira? Nein, mich interessiert nicht der Mann. Ja, scheiße, unter die einen Tische kann man da nicht. Boah, das dauert aber auch mit dem Gewische. Welcher ist jetzt der beste Weg? Gehe ich links unterm Tisch raus und dann unter den nächsten? Oder ja, ich gehe hier vorne rum. Komm. Nein, der Wendekreis. Ich wollte gar nicht unter diesen Tisch. Dori nochmal. So. Da ist das Messer. Oben in dem Wagen. Ich versuch's jetzt mal. Ah, ich bin zu laut, glaube ich. Vielleicht sollte ich nicht laufen. Eher so Stealth-Modus. Ah, ich habe Angst. Ich gehe erst nochmal unter den Tisch. Das war albern. Wo ist sie denn? Die Gute? Okay, sie hat mich... Jetzt kommt sie, glaube ich, erst wieder rüber und wischt diesen Tisch. Sorry, das dauert alles so lang. Aber dafür, Oh nein, sie sucht das Messer schon. Sorry. Ist ärgerlich, wenn man in so einer Wirtschaft nur ein Messer hat. So, dann gehe ich mal vorsichtig hier lang. Plopp. Das war aber laut. Fuck. Hoffentlich hat sie das nicht gehört. Oh Gott, ich hatte so Angst, dass sie jetzt die Treppe runtergeht und das Messer holt. Aber nein. Okay. Puh. Warum nicht gleich so? Jetzt hätte ich doch auch alles in der letzten Folge hinkriegen können. Hier wird vorgespult. Die Kerze liegt... Ach so, hier geht's gar nicht lang. Ich dachte, ich könnte hier auch lang. Hier liegt auf der anderen Seite der Terrasse. Und ich habe noch nicht so richtig eine Idee, wie ich das schaffen soll. Sucht der Typ noch die Tomate? Nee, Mist. Da gibt's noch mal Messer und Gabel. Ach guck, ich hätte sogar Auswahl gehabt. Diese Kerze oben rechts in der Ecke. Die hätte ich gerne. Dann warte ich am besten, bis Bertha hinten den Tisch abwischt und renne dann... Nee, ich laufe erstmal unter den Tisch hier vorne. Dann warte ich, bis Bertha den Tisch hinten abwischt und hole dann die Kerze. Wenn mich nicht vorher der Typ hier... Der soll sehen, wie ich die Tomate klaue. Wie schaffe ich das, ohne dass ich dabei... Kann ich tröten, während ich die... tröten. Wäre es quaken, wenn ich die Tomate habe? Haha, so. Jetzt wird er für immer unglücklich sein, weil die Tomate fehlt. Die ich jetzt hier liegen lasse. So. Ich weiß gerade nicht, wo Bertha in ihrem Arbeitszyklus ist, aber ich werde jetzt hier hochgehen. Und unter'n Tisch. So. Sie ist nicht da. Eigentlich kann ich auch jetzt schon die Kerze holen. Wenn ich es gebacken krieg, so. Ah, ich passe nicht unter den Tisch damit. Are you fucking kidding me? Ich habe Angst. Ich dachte, der scheucht mich nicht weg, weil die Tomate... Oh. Bisher lief alles so gut. Hallo? So, kann er jetzt bitte mal seine Tomate suchen? Wie es vorgesehen ist?
Warum sucht er seine Tomate nicht? Das ist doch scheiße! Ja. Ja, meine Hoffnung war, dass er glaubt, er könnte da rankommen und deshalb halt für immer damit beschäftigt ist. Das ist gut, jetzt senkt er die Leck da oben. Dann komme ich allerdings nicht an den Kerzenständer. Nimm die doch mal mit und geh erst zum anderen Ausgang raus und renn dann vor ihm weg und leg dir ins andere Ende der Karte. Dann ist ja ein Ding am Schiff. Dann wirst du schon sehen. Hier ist eine Tomate. Hast du das gemerkt? Hast du das mitbekommen? Tomate. So, ich warte bis. Sie ist dann zu nah. Ich warte, bis sie da hinten wischt. Reicht mir, wenn ich vor einer Person weglaufen muss. Habe ich nicht. Wie gesagt, ich krieg die Kurve nicht. Aber jetzt die Tomate. Ja, aber dann bringt er den Kerzenständer zurück. Aber ich kann ihm die Tomate aus dem Tunnel zeigen. Nein! Oh, fuck! Jetzt lass mich doch rein! Ich muss ihm Tomate zeigen vor den Ständer. Wo ist sie? Geh einfach da, wo der Ständer. Geh dahin, wo der. Ich will Tomate. Zu mir den Ständer. Das schaffe ich doch nie im Leben. Wie gesagt, ich kann nicht steuern. Du stellst dir das falsch vor. Wie soll ich das schaffen? Mit dem Let's Play. Das bringt doch nichts. Nee, ganz im Ernst. Nie im Leben werde ich dieses Spiel durchspielen. Willst du weiterspielen? Ich kann den Ständer mal. Ja, aber das ist auch peinlich. Das macht ja keinen Sinn, das wird sich ja keiner angucken, wie ich das 70 Mal versuche. Ja, du kannst es ja wegschneiden. Ja, aber ich schaffe es ja nicht. Ich schaffe es ja auch nicht beim 71. Mal. Ich glaube schon, dass du das schaffen kannst. Ja, wie denn? Ich passe ja mit dem Ständer nicht unter den Tisch. Und dieser Dude geht mir auf den Sack. Wo bin ich überhaupt? Warum holt er denn seinen scheiß Tomate? Wo ist der nicht? Wo ist der denn überhaupt? Die liegt da oben. Die ist da oben.
Der falsche Eingang. Ich passe da nicht rein. Wie kann ich mich denn ducken? Geh einfach weiter. Ich kann mich ducken und dann kann ich da rein. Das hätte wahrscheinlich auch beim Tisch gepasst. So, ich hab Schiss. Wo sind denn alle? Ja, sie ist egal. Ich glaube, wenn ich renne, finden die mich eher. Boah, schwere Geburt. Sorry. Aber gut, dass ich nervenstark da durchgekommen bin. So. Nein! Ah! Dann steht das halt daneben. So, wir brauchen noch das Glas. Und ein Spielzeugboot. Das Spielzeugboot ist auch auf der Terrasse, das Glas auch. Spatsch, spatsch, spatsch. Wo ist Elsbeth? Nur sie will nicht, dass ich auf der Stufe bin. Sehr gut, ich bin ja weg. Ja, ja, ja. Wisch, wisch, wisch. Welches Glas nehmen wir? Das vorne rechts? Ich am einfachsten, ne? Oh, wisch jetzt nicht wieder diesen Tisch ab. Der hat bald ein Loch. Wohl machbar sein, hier schnell unter den Tisch zu kommen, bevor sie kommt. Ja, so. Ach. Muss man doch viel warten als ganz. Viel warten. Ich hab Angst. Nein, es geht hier unten rum. Ganz unauffällig. Achso, was soll ich denn mal damit machen eigentlich? Ich gehe erstmal hier rein. In den Kanal. Welcher Kanal? Muss ich aus dem Biergarten raus wahrscheinlich, ne? Ach, war ich Praktikant. Muss ich aus dem Biergarten raus? Ich hab ein bisschen Schiss jetzt an dem Mann vorbei damit. Ja, aber dann muss ich ja wieder reinkommen danach. Ich glaube, die ist kaputt gegangen. Fuck. Oh nein. Das habe ich nicht gewollt. Ich dachte, ich lege die da kurz ab. Auf dem weichen Mutterboden. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Okay, ich gehe trotzdem erst den Kanal suchen. Ja, schicken Sie mich nur raus. Ich wollte eh raus, Sie Wichser. Entschuldigung. Sie Rüpel. So, ich glaube, der Kanal ist hier lang, oder? Hui. Komme ich hier durch? Jo. Kanal! Okay. Ui. Eventuell komme ich nie wieder aus dem Kanal raus. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Bum, bum. Schwimmen auf dem See. Ich
Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die... Ja, das ist ein bisschen weit alles. Tja. Ja, schön, ne? Ah, hier geht's raus. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Oh, ein Schnulli. Mit der Glasflasche. Ich komme von außen, wahrscheinlich erst gar nicht durch dieses Tor. Auch einmal, weil es immer so schön ist. Juhu. Das schmeiße ich schon mal zum Üben in den Kanal. Ein Traum. Und Snulli. Komme ich hier irgendwie durch? Hm. Komme ich denn jetzt heim? Wie komme ich... So eine gute Idee, dass ich mir erstmal den Kanal angucke, um dann nie wieder zurückkehren zu können in den Biergarten. Ja, scheiße, wa? Lou? Dann schwimme ich denn doch mal ganz lang in die andere Richtung. Irgendwo muss es ja rausgehen. Wo bin ich denn jetzt? Die geht nicht kaputt. Scheiße. Nein, das ist der Gärtner. Boah. Ich bin da ganz am Anfang. Oh nee. Ja, wir erinnern uns. Einmal das Dorf durchlaufen. So. Machen wir das Radio an, oder? Ah nee, das Wasser müssen wir, glaube ich, anmachen. Also nicht einfach nur laden. Da müssen wir jetzt durch. Aber wir wissen jetzt, wo der Kanal ist, in dem man das Glas tun soll, das ich zerstört habe. Ist das eine Abkürzung? Where are we? Ah. Aha. Was gab's hier eigentlich noch? Hauptsache, fall nicht ins Wasser. Egal, darum kümmern wir uns später, oder? Wir haben schließlich noch einiges zu tun hier. So, wir wollen wieder hier rein. Also gehen wir in die Kiste. Die Frau hat auch echt zu tun, ne? Ja, lassen Sie mich. So, wie mache ich das mit dem Glas? Das Glas, was ich genommen habe, ist ja kaputt. Dann wäre es ja eben direkt neu gespawnt. Aber ich schau mal. Danke, dass du mich beruhigt hast, eben in dieser finsteren Stunde, als ich am Kerzenleuchter verzweifelt bin. Hattest du Angst? Ich auch. Das Glas wurde tatsächlich nicht neu gespawnt. Das ist eine sehr gute Idee. Die Dartscheibe. Ich habe keine Ahnung wie, um ehrlich zu sein. Ich erschrecke ihn einfach mal, wenn er wirft. Hallo, na? Wirf doch mal. Ja, du spielst sehr schön, aber jetzt wirf mal auf die Dartscheibe. Wie mache ich das? Ich mag den Opi, den Sepp.
Ja, ich gehe woanders hin. Entschuldigung. Och nee, jetzt wirft er erst. Oh Gott. Na komm. Naja. Und ich habe noch nicht mal gestört. Ihr müsst euch das ja nicht reinziehen. Ihr könnt, für euch kann ich ja vorspulen. Ich muss das alles hier in Echtzeit miterleben, dieses Gewarte. Hallo. Lassen Sie mich. Okay, jetzt. Jetzt schnatter ich einfach, wenn er wirft und hoffe, dass er dann dadurch die Dartscheibe kaputt macht. Und. Yes! Das war ja mega einfach. Ich dachte, das wäre irgendwie komplizierter. Wenn ich mich da drauf stelle. Oh, es tut mir auch ein bisschen leid. Oh, es tut mir leid, dass er jetzt noch nicht mal schafft, ihn wieder aufzuhängen. Okay. Ich bin gemein. Yeah. Ja, dann haben wir noch das Glas. Ach, das fucking Boot. Warum ist das Rätsel nicht, zerbricht das Glas? Ich fände das auch schon eine gute Aufgabe. So, das Glas ist nicht neu gespawnt, wie wir sehen. Ich würde sagen, wir holen uns das andere Glas hier. Aber dann können wir das auch nicht durch das Loch fallen lassen. Fuck. Aber ich glaube, es gibt auch noch ein Glas in der Nähe des Ausgangs, ne? Wo ist Bertha? Da. Sieht die mich? Also, ich meine, sieht sie das Glas? Wo gehe ich damit hin? Aber ich darf es nicht loslassen. Den anderen? Oder ist da auch der, kommst du da auch zum Kanal, wenn du da lang bist? Nee, eigentlich ist da die Welt zu Ende. Guck. Ach, ja, ach fuck, das hätte ich wahrscheinlich von außen aufmachen können, ne? Wenn ich wüsste, wie man da hinkommt. Kriege ich das abgelegt, ohne dass es kaputt geht? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich könnte es hier ablegen. Soll ich? Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht versuche ich von außen hier hinzukommen. Genau. Also wenn ich von außen dieses Tor öffne, dann kann ich vielleicht das Glas holen, ohne dass ich an dem Rufus vorbei muss. Oder wie er heißt. Mache ich doch mal. Oder soll ich erst das Boot machen? Dafür muss ich erst das Wasser anmachen, ne? Meinst du? Aber dann macht sie das Wasser ja wieder aus. Jetzt sieht sie mich nicht, wenn ich hier bin. Haha. Oh. Ich kann nicht hier drunter. Fuck. Ach so! Ah. Ich dachte, ich muss das noch irgendwo hinbringen. Ich dachte, ich muss das. Ja. Yes! Ja, damit bleibt nur noch das Glas. Das Glas liegt schon bereit. Ich habe eine neue Aufgabe. Gieße dem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf. Wer ist der kräftige Mann? Ja. No one knows. Ich glaube, der kräftige Mann ist hier der Dude am Ausgang, beziehungsweise Eingang. Oh, wie kriege ich denn den Eimer voll? Also den Eimer habe ich schon gefunden, der steht da hinten. Ja, wahrscheinlich muss ich den vor das Waschbecken stellen. Und wenn das Waschbecken überläuft, wird der Eimer voll.
Aber das dann jemandem über den Kopf zu gießen. Oh, wir werden aber auch nicht fertig hier. Haha, yeah, sie macht endlich das Schild. Dafür geht sie jetzt auch extra weit weg. Geil! Den Eimer, ich habe den Eimer noch nicht geholt. Oh. Ach, die Frau ist der heftige Mann, kann das sein? Kann es sein, dass die Frau der kräftige Mann ist und ich hätte ihr den Eimer... Ja, sorry, sorry. Sorry. Ja, ich glaube, ich hätte ihr den Eimer über den Kopf gießen müssen. Als sie unten das Schild aufgestellt hat. Aber... Sorry, aber kräftiger Mann? Also nichts für ungut, aber... Ich meine, die hat doch Brüste, oder nicht? Na gut, ja, ich meine, warum nicht? So, kräftiger Mann. Ups. Nee. Vielleicht holt der Mann ja neue Tomaten. Also der wirklich der kräftige Mann jetzt. Hm. Ach, er holt gleich neue Tomaten vielleicht. Aber stand da nicht, gießt ihm den Eimer auf den Kopf? Da ist ja gar nichts drin. Das ist in der Übersetzung verloren gegangen. Also unter Gieße würde ich halt verstehen, dass ich erst Wasser in den Eimer tue. Was macht die Frau, die doch kein Mann ist? Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Es ist gar nicht so einfach, eine Gans zu sein. Keiner mag mich. Vielleicht holt er neue Tomaten, wenn ich... Alter! Ich will aber nie... Ja... Soll ich dann erstmal nach dem Schild gucken? Geh da rein, geh da rein. Ah, ich kann das Schild auch wegnehmen. Hab ich gerade gesehen. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber... Ja, vielleicht, wenn ich dem Mann noch eine Tomate klaue, holt er neue Tomaten. Vielleicht muss ich die ganze Kiste mit den Tomaten klauen. Guck mal, du untersuchst auch gerade alles Mögliche. Ja, aber das Glas... Das ist ja schon länger weg. Oh fuck, der findet bestimmt das Glas gleich. Die hat die Gabel zurückgeholt, dann holt die bestimmt noch das Glas. Ich hab Angst. Du wolltest ja eh außen rumgehen. Ja, aber das, dafür müsste ich erstmal rauskriegen, ob das geht. Also gehe ich erstmal außen rum. Ohne das Glas. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich die Tomatenkiste komplett wegnehme. Hier. Kiste. Vielleicht geht das, indem ich die Tomate geholt habe. Dass er dann loszieht, um eine neue Kiste zu holen. Und ich ihm dann das Ding über den Kopf kippen kann. Außenrum ist dann wahrscheinlich hier. Moment, das muss ja noch viel weiter weg sein. Hm. Dann ist das Glas wahrscheinlich gar nicht mehr da. Hier ist halt auch nur... Wow, Hilfe. Nicht ins Wasser fallen. Vielleicht hätte sie sich erst bei der Touristeninformation eine Karte holen sollen. Oh. Hm. Ich habe auch nicht mehr so richtig eine Orientierung.
Wir müssten ja nochmal um die Ecke rum jetzt hier. Ich glaube, das geht nicht. Es sei denn natürlich, wir nehmen wieder das Wasser. Das geht hier nicht weiter, oder? Nee. Sie hat gesehen, wie ich da reinspringe und trotzdem mit rein. Gut, dass die Menschen alle nicht viel... Was? Okay, ich nehme es zurück. Ich lasse mich einfach mitnehmen bis da hinten. Aber da ist das Glas auch nicht mehr. Ach scheiße, Mann. Das war so viel Arbeit alles. Ach so, das Glas, was da unten stand, habe ich auch kaputt gemacht. Ist anscheinend kaputt geblieben. So. Ich dachte, das hätte ich eben getan. So, wie mache ich das denn jetzt am besten? Indem ich den Typen irgendwie ablenke, aber der schmeißt mich ja dann immer raus. Es ist halt immer so daraus passiert, mich fertig zu machen, anstatt einfach nur die Tomate. Oh, das wäre toll. Also ja, Mann kann das, aber ich nicht, bin dafür zu doof, wenn man weiß. Oh, es ist die dumme Bäckerin im Weg! Kannst du bitte weggehen? Du hast überhaupt nichts zu melden hier. So, jetzt könnte ich halt das Glas holen, wenn der so beschäftigt ist. Ja. Vielleicht gehe ich durch den Garten mit dem Glas. Ups, Entschuldigung. Wow. Ach Mann. Geht das jetzt wenigstens sauber machen? Ist verschwunden. Ja, wo kriege ich denn jetzt ein Glas her? Jetzt habe ich schon zwei kaputt gemacht. Wie im echten Leben. So, wo gibt es denn noch Gläser? Ich weiß tatsächlich, hinten auf dieser. Auf diesem Wägelchen vielleicht. Hey. Ja, da ist noch ein Glas. Aber das hilft mir nicht weiter. Ich komme mit dem Glas ja nicht aus dem Biergarten raus.
So, und jetzt? Ich könnte halt das Glas da ganz rechts ans Ende des Tunnels legen, bei dem Mann, also quasi da, wo seine Tomatenkiste steht. Ihn dann irgendwie auf die andere Seite locken und dann durch den Tunnel das Glas wegbringen. Ich kann das Glas nicht ablegen, dann geht es kaputt. Ah. Zeitkiste gebracht. Was ist denn, wenn er jetzt noch eine Tomate findet? Bringt er ihn dann wieder da rein? Das weiß ich nicht. Das könnte sein. Dass jetzt neuerdings dies seine Sammelkiste ist und er deshalb auch da hingeht, wenn irgendwie. Ne, ich meine nicht dich, ich meine ihn. Hat er mich gehört? So. Das ist meine Tomate? Ah, okay. Nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Okay. Oh, Gottes Willen. So. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wie das mit dem Eimer geht, aber... Hier, oder? Ich glaube, das ist extra. Soll ich mit reinspringen? Nee, machen wir so. Wuhu! Das war ja einfach. So, jetzt müssen wir noch schaffen, dass. Vielleicht nehmen wir eine Tomate mit nach da hinten. Und mit da hinten. Ach ja, wir kommen ja nicht hier rein. So, vielleicht nehme ich das Schild mit. Wir müssen ihn nämlich ein neues dahinstellen. Ah! Ah, so einfach ist das nicht für mich. Leute. Meine Nerven. So, tu erstmal das Schild in den Kanal. Damit ich da nicht länger Hausverbot habe. Können wir da einen Screenshot machen? Das ist ein Traum, oder? Okay. Okay, schön. Ich hatte doch extra hier so ein Türchen aufgemacht, um jetzt schnell zurückzukommen. Flink, flink, flink. Kann ich eigentlich hier reinschwimmen? Wie cool wäre das denn? Bück dich. Geht nicht. Schade. Ach doch, oder? Warte, vielleicht so. Komm schon. Ah, das wäre doch so cool gewesen. Warum nicht? Hopp. Soll ich das Schild reinwerfen? Warum nicht? Also ich kann das nur ziehen, ne? Ich dachte, dass er das dann vielleicht suchen geht. Mit er meine ich den starken... Ne, wie hieß er? Der kräftige Mann. Kräftig im Sinne von stark oder kräftig im Sinne von dick? Das meine ich, ne? Das Schild fehlt. Hier stand ein Schild. Ich dachte, er holt vielleicht ein neues. Yes! Wo geht er jetzt hin? Ach, schade. Ich dachte, er geht das suchen. Och, muss ich ernsthaft wieder in diese Kiste? Ist fürchterlich. Ich leg die jetzt mal beide in den Tunnel. Nee, mach das nicht. Nee, wenn ich eine Spur mache, dann nimmt er ja die beiden Tomaten und legt die wieder in diese Kisten zurück. Der geht ja. Genau. Ja, aber ich will ja, dass der nach hinten geht. Ja, seine Kiste. Ich
Ich dachte, er will nur seine zwei Tomaten. Warum sollte er mehr Tomaten wollen? Außerdem, ich kann ja auch nicht durchs Tor. Aber okay, legen wir eine Spur aus Tomaten. Vielleicht hat der Praktikant ja recht. Oh, wie liebevoll. Der macht die Tomaten auch sauber, bevor er die wieder reinlegt. Ja, aber er geht ja nicht nach da hinten. Und er tut die in seine Kiste. Warum soll. Er weiß ja gar nichts von der Kiste. Ja, das müsste man ihm halt jetzt zeigen, dass du mehr. Aber wie willst du das denn machen? Ja, ich dachte, dass wenn er eh da. Wenn er eh da steht, vor dem Tor. Und dann halt. Keine Ahnung, ich vermute ja auch mal. Ich würde jetzt eher denken, dass man ihm alle Tomaten wegnimmt. Wow. Er kommt. Aber er kommt, glaube ich, nicht durchs Tor, oder? Schnell. Fuck. Yeah. Oh. Oh. Boah, das finde ich ja sehr gerade. Oh, geil. Splatter. Das wäre ich, glaube, hätte ich gerade einen Iron Man geschafft. Ich kann nicht mehr. So, ich glaube, vielleicht hat er jetzt da hinten das Tor aufgemacht. Wir laufen noch glorreich durchs Tor, hoffentlich. Und dann war's das für heute. Ihr seht, wie glorreich ich durchs Tor laufe, ne? Lassen Sie mich. Ich bin so erleichtert. Das kann ich ja gar nicht langen, weil der Typ da seinen Tomatenmassaker. Wie heißt eigentlich dieses Tomatenfest von We Need to Talk About Kevin? Da muss ich gerade dran denken. Nennen wir ihn jetzt an Kevin. Schau mich nicht so an. Oh, das war zu früh. Nein! Ach komm schon. Nicht dein fucking Ernst. Willst du mich jetzt komplett hier rausscheuchen? Ja, sag ich doch. Ist doch egal. Ich gehe nicht an deinen Tomaten. Ja, ich komme nicht hin, lässt mich ja da nicht rein. So, tschüss Opi. Ich würde mich ja verabschieden, aber ich habe zu viel Angst, wieder entdeckt zu werden von Kevin. So, was hat das zu bedeuten? Vielleicht, wenn wir hier reingehen, dürfen wir mit in den Müll? Kannst du über die Rampe gehen und dann über den. Tatsache. Yeah. Ich kann hier oben lang. Ich wiederhole mal nur so Dufus-mäßig Dinge, die du sagst, weil ich nicht weiß, ob man dich hört. Praktikanti. Und das ist der Sprung in die Freiheit. Ich wollte eigentlich dramatisch noch so machen. Nichts gewonnen. Ich mache erstmal das Tor auf. Gut. Dann kann ich vielleicht den Container noch mitnehmen.
Nicht? Nicht? Schade. Okay. Und hier würde ich sagen, blenden wir dezent aus. Vielleicht gibt es bestimmt eine Runde neue Aufgaben. Hä? Das ist ein winziges Haus. Geht es hier steil runter oder ist das ein Spielzeughaus? Ey, ich bin super verwirrt. Guck mal, da hinten steht auch, ist auch nochmal der Garten mit dem Gärtner, aber der Gärtner ist eine Figur. Ist irgendwie jetzt so ein Miniaturland, kann das sein? Wie geil. Das Dorf hat sich selbst nochmal gebaut. In Mini. Und das erleben wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich nochmal die Nerven aufbringe. Es tut mir leid. Ja. Ich bin untröstlich. Wir sehen uns vielleicht demnächst wieder. Ja, ich möchte beenden. Danke fürs Zusehen. Die Musik war krass. Ist das Spiel vorbei? Ciao.